Dem Streamer Proletopia wurde vor ein paar Tagen der Partner- und Affiliate-Status weggenommen. Was bedeutet, dass er auf der Plattform überhaupt kein Geld mehr verdienen kann? Das klingt jetzt erstmal ziemlich heftig für eine Person, die hauptberuflich streamt. Allerdings hat Twitch eine sehr, sehr gute Begründung für diese Aktion geliefert. Hi Erwin, this is to confirm your partner agreement has been terminated as of 3.6.2024. Please contact us via help.tv for any future assistance. Best Twitch Partnerships. Ja gut, das war jetzt gar nicht mal so viel Information. Eigentlich hat Twitch nur gesagt, deine Partnerschaft wurde terminiert und ein Grund dafür wurde nicht angegeben. Aber noch viel wichtiger eigentlich, Twitch hat ihm nicht nur den Partnerstatus weggenommen, der eigentlich gar nicht so besonders wichtig ist, sondern auch den Affiliate-Status. Was bedeutet, dass er weder über Spenden von Zuschauern noch über Werbung auf Twitch Geld verdienen kann. Und dazu hat sich Twitch einfach überhaupt nicht geäußert. Einige haben sich jetzt natürlich gefragt, warum man einem Streamer einfach so seine Einnahmemöglichkeiten wegnimmt, ohne überhaupt einen Grund anzugeben. Und einige sind auch darauf gekommen, dass das unter Umständen an Massenmeldungen liegen könnte. Ähnlich wie bei KuchenTV, der für mehrere Monate auf Twitch gesperrt war, bis ein Gericht entschieden hat, dass diese Sperre nicht rechtens war und aufgehoben werden muss. Aber als diese gefährlichen Spekulationen schon hochkochten, kam ein Mann zu Hilfe, nämlich Dekadent. Und er hat die Situation wirklich wunderbar aufgeklärt. Habe ich mich gefragt, Moment mal. Wie kann dir denn die gesamte Monetarisierung genommen werden? Und die einzige Möglichkeit, wie dir die gesamte Monetarisierung genommen werden kann, ist, wenn du dich mit der Behörde anlegen willst, die noch gefährlicher ist als Amazon, die Steuerbehörde. Ach so, Karl. Das liegt also nur daran, dass Proletopia vergessen hat, sein Steuerinterview auszufüllen und er ist einfach selber schuld daran, dass er seine Monetarisierung verloren hat? Warum glaube ich das nicht so ganz? Könnte das vielleicht daran liegen, dass ich selber damals vergessen habe, dieses Steuerinterview auszufüllen und meine Monetarisierung auf Twitch verloren habe? Und könnte es in diesem Fall sogar sein, dass ich meine E-Mail von damals noch habe und sie jetzt zeigen könnte? Schauen wir doch einfach mal rein. Ich werde das Original hier einblenden, damit ihr wisst, dass ich hieran nichts gefälscht habe, aber es auf Deutsch übersetzt vorlesen. Hallo MH Creators. Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass Sie aufgrund Ihres ausstehenden DAC-7 Steuerinterview aus dem Twitch Affiliate-Partnerprogramm entfernt wurden. Weiter geht der Text dann auch noch mit einer Erklärung, wie man wieder in das Affiliate-Programm einsteigen kann. Ich habe damals einfach in das Dashboard geklickt und unter Affiliate dieses DAC-7 einfach ausgefüllt und war nach wenigen Stunden schon wieder im Affiliate-Programm. Und ich weiß nicht, ob es dem aufmerksamen Dekadenz-Zuschauer an der Stelle schon aufgefallen ist, aber das wirkt so ein ganz klein wenig anders wie das, was bei Erwin passiert ist. Also hier steht ganz klar, warum ich damals meine Monetarisierung verloren habe und bei Erwin steht einfach nur, dass er sie verloren hat, aber nichts von DAC-7. Die Mail, die Proletopia hier bekommen hat, ähnelt doch schon sehr viel eher der Mail, die... Wir würden das ausgesprochen, Real Taketzus. ...damals bekommen hat, als sie ebenfalls ihren Partner- und Affiliate-Status verloren haben. Auch hier lieferte Twitch erstmal keine Informationen, warum der Kanal denn seinen Status verloren hat. Nach einigen Wochen hieß es dann, dass er angeblich Fake News verbreitet hätte, aber was auf jeden Fall feststeht, die Mail, die Proletopia bekommen hat, sieht nicht aus wie die Mail, die man bekommt, wenn man DAC-7 nicht ausgefüllt hat. Diese sieht sehr viel eher so aus, wie die, die man bekommt, wenn man gegen irgendeine TOS verstoßen hat, obwohl Twitch es hier auch mal wieder versäumt hat, einen konkreten Grund mitzuliefern. Und wenn Erwin versucht, in das Twitch-Dashboard zu gehen, um da irgendetwas auszufüllen oder dem Affiliate-Programm wieder zu joinen, dann passiert das hier. Oh ja, Gratulation, du kannst Affiliate sein. Ja, echt, kann ich? Oh, ups, funktioniert nicht. Wie ist denn das passiert? Ich habe doch auf die Schaltfläche geklickt. Was ist denn los? Wieso geht das nicht? Karl, kannst du mir das beantworten, wieso ich kein Affiliate sein kann? Das ist ja ein bisschen komisch. Und abgesehen von den Mails, die eigentlich schon bewiesen haben, dass das bei Proletopia was anderes ist als bei mir jetzt, zeigt auch mein Kanal aktuell. Denn auf Twitch habe ich gerade diesen kleinen Geburtstagshut neben meinem Namen. Der bedeutet, dass ich seit einem Jahr Affiliate bin. Obwohl dieses DAC-7-Ding erst 3-4 Monate her ist. Also der Affiliate-Status wurde mir nie so wirklich aberkannt. Aber bei Proletopia sieht das jetzt schon ein bisschen anders aus. Also er kann weder Affiliate werden, noch irgendein Steuerinterview ausfüllen. Wo auch, die Seite lädt bei ihm einfach nicht. Und by the way Leute, falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ein Kommentar würde dem Video auch sehr helfen. Danke euch allen. Und als man gerade dachte, das Geschwurbel von Dekadent kann nicht mehr viel schlimmer werden, kam eine weitere Akteurin aufs Spielfeld. Nämlich Shurioka. Wer hat sie nicht vermisst? Mit folgendem Tweet.
Ich möchte euch heute mal etwas über eine besorgniserregende Entwicklung auf Twitch erzählen, mit der ich nichts zu tun habe, CN-Doxing. Vor einigen Tagen wurde ein Influencer entmonetarisiert, der daraus selbst vor hunderten von Viewern eine politische Agenda formulierte. Es wurden Behauptungen aufgestellt, dass sogenannte Pseudo-Linke im Twitch-Team sich verschworen hätten, um ihn zu canceln. Er würde sich fühlen wie Sarah Wagenknecht. Und hier merkt man direkt schon, dass sie sich nicht sonderlich gut informiert hat. Denn Proletopia hat in diesem Kontext nicht gesagt, er fühlt sich wie Sarah Wagenknecht, sondern er fühlt sich wie Martin Sellner. Und das wäre ja wohl ganz klar das bessere aus dem Kontext gerissene Zitat für Shuyoka. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass sie das nicht gegen ihn verwendet hätte. Weiter erzählt sie noch irgendwas davon, dass sich reaktionäre Influencer wohl mit Proletopia solidarisiert hätten, unter anderem auch KuchenTV. Wo ich mich halt so frage, Shuyoka, findest du es wirklich in Ordnung, wenn Twitch einfach so Proletopia seine Haupteinnahmequelle wegnimmt, mit der er übrigens auch seine Familie ernährt, und dann nicht mal einen Grund nennt, warum? Weiterhin erzählt sie dann irgendwas davon, dass wohl Personen Doxing angedroht wurde, wo ich mich wieder frage, wer genau hat das getan, weil Proletopia selber hat immer gesagt, dass er gegen Doxing ist, sich davon distanziert und man das nicht machen soll. Dementsprechend wird es jetzt ein bisschen schwierig, ihm daraus einen Vorwurf zu machen, so ganz ohne Beweise. Allerdings kennt sich Shuyoka ja mit Vorwürfen ohne Beweise schon ziemlich gut aus. Aber es bleibt eine Frage. Warum wurde Proletopia jetzt demonetarisiert? Twitch hat dazu folgende Antwort abgegeben. Hallo Proletopia, nachdem wir deinen Request reviewed haben, es schaut so aus, als wärst du nicht eligible, also zugelassen, dass du das Affiliate-Programm rejoinst, dass du wieder einsteigst in das Monetarisierungsprogramm. Das könnte damit zusammenhängen, dass du vorherige Violations gemacht hast oder eine gefehlte Validation. Also irgendetwas hast du nicht unterzeichnet oder irgendwo hast du vorher irgendwas verbrochen. Und jetzt kommt der wichtigste Satz. Twitch Support kann nicht, das heißt, und zwar fett gedruckt, weitere Informationen oder dir assistieren mit deinem Request. Okay, das wäre jetzt natürlich eine sehr informative und gute Antwort. Jetzt weiß ich natürlich genau, warum er entmonetarisiert wurde. Aber mal im Ernst. Twitch hat hier wirklich eine sehr uncoole Aktion abgezogen, einfach so einem Streamer seine Monetarisierung wegzunehmen, ohne einen Grund anzugeben und selbst nach weiterem Nachfragen einfach keine Antwort geben zu wollen. Und auch von Dekaldent war es mal wieder eine sehr, sehr uncoole Aktion, weil er einfach so wüst Behauptungen in den Raum geschmissen hat und sie als Fakt dargestellt hat, die nach der E-Mail, die ich euch gezeigt habe, halt offensichtlich falsch waren. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und tschüss.